Löwenzahn. Ach, Keks. Ach, das ist, hallo, das ist jeden Monat das Gleiche. Immer wenn es anfängt, Vollmond zu werden, dann fängt Keks an, stundenlang den Mond anzuheulen. Ich glaube, ich hole ihn lieber rein. Sonst wird der Nachbar noch wach. Keks, jetzt halt doch mal ruhig. Ah, Herr Fuchs, guten Abend. Oh, Herr Paschulke, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Aber wissen Sie, immer kurz vor Vollmond ist Keks so nervös. Was machen Sie denn da? Ich arbeite an meinem Karottenbeet. 2 Tage vor Vollmond ausgesäte Karotten. Schmecken einfach fantastisch. Vollmond, Karotten? Nun, ich weiß ja, dass der Mond Einfluss auf die Natur hat. Schließlich jault Keks ja auch. Aber... Kein Aber. Gucken Sie sich mal meine Haare an. Merken Sie was? Sie sind gewaschen? Ja, natürlich sind sie gewaschen. Aber ich war dazu auch noch beim Mondscheinfriseur. Meine Haare glänzen jetzt noch prächtiger. Oh, wie Sie meinen. Sie scheinen sich ja sehr intensiv mit dem Mond zu beschäftigen. Das hat auch seinen Grund. Und der wäre? Ich kaufe den Mond. Natürlich nicht ganz, aber ein Grundstück. Aber das gibt's doch gar nicht. Doch, doch, da staunen Sie was. Aber ich muss mich jetzt wieder meinen Karotten widmen. Sie wissen ja... Keks, du bist ja schon drin, hm? Siehst du? Nicht nur Hunde spinnen bei Vollmond. Heute Nacht schläfst du im Bauwagen. Hm? Ja, aber nicht jaulen und nicht schnarchen. Ja, komm. Name? Ich bin Mondgrundstücksverkäufer. Schön haben Sie es hier. Sie haben meinem Nachbarn das Grundstück verkauft. Herr Paschulke weiß, wann man ein Schnäppchen macht. Und Sie sollten ebenfalls zuschlagen. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich. Sie bekommen ein riesiges Mondgrundstück, auf dem Sie 100, was sag ich, 1000 Fußballfelder bauen können. Und das für ein paar Euro. Ja, aber auf dem Mond kann man ja im Gegensatz zur Erde nicht mal leben, geschweige denn Fußball spielen. Sagen Sie das nicht. Bald ist die Wissenschaft so weit, dass man da oben eine Weltmeister, eine Fußball-Mondmeisterschaft abhalten kann. Mhm. Aber wie... kommt man denn dahin? Eine gute Frage, Herr Fuchs. Aber es gibt bereits Wartelisten für Mondflüge. Sie müssen nur ins Reisebüro gehen und sich eintragen. Ja, ja, ich weiß nicht. Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Begeisterung ausdrücken sollen, das verstehe ich. Aber bedenken Sie, wir haben gerade zunehmenden Mond. Das ist die beste Zeit, um Geschäfte zu machen. Ja, ich werde drüber nachdenken. Wirklich, ja? Ja, 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 ja. Aber jetzt entschuldigen Sie mich, ja? Ja. Nachdenken kostet es ja nichts. Aber dieser Mond scheint wirklich einen gewichtigen Eindruck auf viele zu machen. Bärstadt und guten Morgen. Ja, 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 ja. Wer jetzt noch schläft, der verpasst die beste Musik des Tages. Deshalb folgt jetzt das hier. Ja, jetzt wiege ich so viel, wie ich auf dem Mond wiegen würde. 14 Kilo. Und jetzt bin ich wieder auf der Erde gelandet und habe mein normales Gewicht. 84 Kilo. Schon erstaunlich, wie sich Mond und Erde unterscheiden. Die Anziehungskraft auf dem Mond ist 6-mal schwächer als auf der Erde. Und wenn ich hier also 84 Kilogramm wiege, dann wiege ich auf dem Mond nur
14 Kilogramm, also 84 geteilt durch 6, weil mein Körper dort weniger an den Boden gezogen wird. So, 14 und 14, 14. Na, Herr Fuchs, machen Sie Frühsport? Also für mich wäre das ja nichts. Nein, ich versuche gerade herauszufinden, wie es sich anfühlt, über den Mond zu laufen. Dort hat man nämlich nur ein Sechstel seines normalen Körpergewichts. Nur ein Sechstel? Oh, das fühlt sich gut an. Dann habe ich ja richtig investiert. Hier, meine offizielle Mondurkunde. Da steht genau drin, wo mein Grundstück liegt und wie es heißt. Der Käufer Hermann Paschulke ist Eigentümer über ein Grundstück von 10.000 Quadratmetern auf unserem Erdenmond. Ich hab's ja gesagt, ein Schnäppchen. Aber lesen Sie weiter. Das Grundstück heißt Paschulke Country. Country ist Englisch, heißt auf Deutsch Land. Ich hab mir gedacht, da oben muss man schon international sein. Man weiß ja nicht, was für Nachbarn man kriegt. Bin beeindruckt. Aber warum haben Sie kein Grundstück mit Blick auf die Erde genommen? Wie kommen Sie jetzt darauf? Na ja, das steht doch hier. Das Grundstück befindet sich auf der uns abgewandten Seite. Pappalapapp. Wo ist denn da der Unterschied? Ich meine, der Mond dreht sich doch um uns. Da wird man doch immer mal einen Blick auf die Erde haben. Leider nein, denn es gibt eine Seite, von der aus man nie auf die Erde schauen kann. Also die wir von uns aus auch nie sehen können. Ach, Unsinn. Das gibt's doch gar nicht. Warten Sie mal. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären die Erde. Ich bin die Erde. Dann wäre ich der Mond. Ich drehe mich um die Erde, also um Sie. Jetzt sehe ich noch auf dem Bauwagen. Aber während ich mich um Sie drehe, drehe ich mich auch einmal um mich selbst. Deshalb habe ich jetzt den Bauwagen hinter mir und sehe auf Ihren Garten. Aber Sie sehen immer nur auf dieselbe Seite von mir. Sie sehen mein Gesicht. Und so ist das auch mit dem Mond. Während er die Erde umkreist, dreht er sich ganz langsam einmal um sich selbst. Und deshalb sehen wir auch immer nur eine Seite von ihm. Das Mondgesicht. Ja, genau. Haben Sie das verstanden? Nein, aber jetzt habe ich einen Drehwurm. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Hereinspaziert ins Weltraumkarussell. Na, hier geht's ja richtig rund. Da, links, das hellgelb leuchtende ist die Sonne. Und das Blaue, ja, das ist unser Planet, die Erde, richtig. Die dreht sich um sich selbst. Und da ganz deutlich zu sehen, um die Erde dreht sich der Mond. Und bei jeder Umdrehung dreht er sich auch einmal um sich selbst. Aber das wissen wir ja schon. Beide, Erde und Mond, drehen sich um die Sonne. Und die steht still und strahlt Erde und den Mond an. Nur deswegen können wir ihn nachts überhaupt sehen. Na, manchmal mehr und manchmal weniger von ihm. Ah, zunehmender Mond. Erst erkennt man nur eine schmale Sichel, dann Halbmond, bis er schließlich zum Vollmond heranwächst. Tja, kaum Vollmond geworden, nimmt er auch schon wieder ab, weil er sich weiter um die Erde dreht und in einem anderen Winkel von der Sonne beschienen wird. Dann ist wieder Halbmond, bis wir nach und nach immer weniger von ihm sehen. Hoppla, mein Bauwagen. Hallo. Da, nur noch eine schmale Mondsichel. Und jetzt ist er gar nicht mehr zu erkennen. Das nennt man Neumond. Nach zwei Nächten geht's wieder von vorne los. Der Mond nimmt zu, jede Nacht ein bisschen mehr. Von Vollmond zu Vollmond dauert es etwa 30 Tage. Dann hat der Mond die Erde einmal umrundet. Jetzt wissen wir also, dass der Mond eigentlich immer da ist. Wir sehen nur manchmal einfach etwas weniger von ihm. Und so geht das seit Millionen Jahren. Ein tolles Schauspiel. Thank you.
Guten Tag. Oh, herzlich willkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Dankeschön. Ich habe da mal eine Frage zum Mond. Sie meinen bestimmt unsere Flüge in die Sonne. Hier zum Beispiel Moonlight Walking. Nein, danke, aber ich möchte keinen Flug buchen. Es geht um ein Grundstück auf dem Mond. Ich verkaufe Reisen, keine Grundstücke. Ja, ich weiß. Aber es soll hier angeblich eine Liste geben, auf der man sich eintragen kann für den ersten Mondflug. Ja, diese Liste gibt es tatsächlich, aber die ist nicht so ernst gemeint. Wie nicht ernst gemeint? Naja, also wenn überhaupt, dann wird man erst in sehr, sehr vielen Jahren als Tourist auf den Mond fliegen können. Aber ein paar Menschen, die waren schon dort. Die erste Reise zum Mond war eine aufregende Sache. 3, 2, 1, Liftoff. Und ab geht die Rakete mit großem Getöse. Sie hieß Apollo 11 und das Ganze war im Jahr 1969. Mit 3 Astronauten an Bord war die Rakete 4 Tage lang zum Mond unterwegs. Genug Zeit, um sich die Erde mal in aller Ruhe von oben anzuschauen. Oder sich für den Mondspaziergang etwas fein zu machen. Zu Hause auf der Erde warteten alle gespannt auf die Mondlandung. Im Kontrollzentrum herrschte höchste Konzentration. Die Mondfähre landete sanft auf der Oberfläche. Dann war es endlich soweit. Neil Armstrong setzte als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Der Jubel war natürlich riesengroß. Nach fast 22 Stunden ging es zurück zur Erde. Mit Mondgestein im Gepäck und vielen schönen Bildern. Sie meinen also, dass da so bald keiner mehr hinreisen wird, jedenfalls nicht als Tourist? Ja. Aber wenn Sie eine Mondlandschaft wollen, da habe ich hier was ganz Tolles für Sie im Angebot. Lanzarote. Mit echtem La Luna-Feeling und mit echtem Sauerstoff. Vielen Dank, Frau Mona Waden. Aber ich dachte schon an den echten Mond. Ja, wenn Sie meinen. Da fällt mir ein, vielleicht kann Ihnen ja mein Cousin Markus weiterhelfen. Hier ist seine Visitenkarte. Markus ist Sternforscher und arbeitet als Astronom in der Sternwarte von Bärstadt. Den finden Sie jeden Abend da. Und wenn nicht, dann kommen Sie einfach nochmal vorbei. Vielen Dank. Nanu, hier stimmt doch was nicht. Ich habe ja schon von einem Mann im Mond gehört, aber nicht von einem Hasen. In Japan erzählt man sich eben nicht die Geschichte vom Mann im Mond, sondern vom Hasen, der auf dem Mond lebt. Was den Mond betrifft, so haben viele Völker ganz abenteuerliche Vorstellungen von ihm. Die Menschen wollten schon immer wissen, welches Geheimnis sich hinter dem Mond verbirgt. Für die Steinzeitmenschen war er ein besonderes Wesen, weil er die Erde nachts beleuchtet. Viele Völker verehrten ihn als Gott oder Göttin. Auch bei den Azteken in Mittelamerika war es so, im alten Ägypten und bei den Chinesen. Die alten Griechen sahen im Mond ihre Jagdgöttin Artemis beim Bogenschießen. Ups, daneben. Die Inder waren früher ganz anderer Meinung. Sie dachten, der Mond enthalte einen Zaubertrank, der die Götter unsterblich mache. Die Herrengötter sitzen da oben, lassen es sich gut gehen und saufen nächtelang den Zaubertrank. Schlürfen den Mond aus. Solange sie trinken, nimmt der Mond ab. Und weg ist er. In Grönland glaubt man an den Mondgott Aningan. Der streitet sich ständig mit seiner strengen Schwester, die in der Sonne lebt. Weshalb sie Tag für Tag hinter ihm in seinem Mond herrennt. Auch bei den Göttern können Geschwister ganz schön anstrengend sein. Der Mondgott wird beim Laufen immer dünner. Seine Schwester nicht. Irgendwann geht ihm die Puste aus und er muss runter zur Erde, um sich zu stärken. Bis die wilde Jagd wieder von vorn beginnt. Auch heute noch gibt es Mondanbeter und die glauben manchmal die merkwürdigsten Dinge. Mm-hmm.
Was soll denn das? Entschuldigung, mein Name ist Fuchs. Fritz Fuchs. Ihre Cousine hat mir erzählt, dass Sie mir vielleicht weiterhelfen könnten. Ach ja, ja. Richtig. Meine Cousine hat mich bereits angerufen. Freut mich, ich bin Markus Maren. Angenehm. Sagen Sie, sind das hier alles Landkarten? Ja, so ähnlich. Das sind Mondkarten. Aber die Gebirge, die heißen wie bei uns auf der Erde. Stimmt. Es gibt feste Regeln, nach denen die Gebiete auf dem Mond benannt werden. Oh. Gebirge heißen so wie bei uns. Also Alpen oder Rocky Mountains. Meere dagegen benennt man oft nach dem Wetter. Zum Beispiel Wolkenmeer oder Meer der Kälte. Also, da oben gibt's Berge und Meere, wie bei uns auf der Erde. Berge ja, aber was wir dort oben Meere nennen, das hat mit unseren überhaupt nichts zu tun. Schauen Sie mal da durch. Dann wissen Sie, was ich meine. Oh ja, da kann man ja schon viel mehr erkennen. Schön, der Mond. Wie gemalt. Da haben wir ja so ein Mondmeer. Nur weit und breit kein Wasser. Das mit den Meeren haben sich die alten Griechen zu einer Zeit ausgedacht, als es noch keine Fernrohre gab. Vielleicht glaubten sie sogar, dass da oben Menschen wohnen. Wir wissen heute, dass es nicht so ist. Denn ohne flüssiges Wasser kann es kein Leben wie auf der Erde geben. Und Luft zum Atmen gibt es auf dem Mond auch nicht. Warum das so ist, konnten die Griechen früher noch nicht wissen. Es hat mit der Anziehungskraft zu tun. Die ist auf dem Mond zu schwach, um so etwas Leichtes wie Luft oder Wolken festzuhalten. Die Erde hat eine starke Anziehungskraft. Zum Glück, denn sonst gäbe es auch bei uns keine Atemluft und keine Wolken, aus denen es Wasser regnet. Auf dem Mond würden Luft und Wasser einfach im Weltraum verschwinden. An eine Teepause für Astronauten ist also nicht zu denken. Aber auch sonst ist der Mond kein wirklich gemütliches Plätzchen zum Leben. Bei Sonnenschein wird es dort über 120 Grad warm. Heißer als kochendes Wasser. Ist die Sonne weg, wird es dafür eisig kalt. 130 Grad minus. Das hält nicht einmal ein Eisbär aus. Nur mit Sauerstoffgerät und dickem Schutzanzug kann man sich auf den Mond wagen. Wenn man mutig genug ist. Denn auf dem Mond lauert noch eine Gefahr. Oft prasseln große Brocken aus dem All ungebremst auf seine Oberfläche, weil er keine schützende Luftschicht hat. Deswegen sieht der Mond mit seinen Kratern ganz schön mitgenommen aus. Tja, schon faszinierend, was da oben so alles los ist. Aha. Aber leben wird man da wohl nie können. Außer vielleicht mal in einer Forschungsstation. Aber warum verkauft man denn dann Grundstücke auf dem Mond? Ist halt ein Spaß. Der Mond gehört ja niemandem. Also kann er auch nicht verkauft werden. Schauen Sie mal hier. Ich habe sogar eine Mondurkunde. Ach, genau so eine hat mein Nachbar auch. Also besitzen Sie auch Land auf dem Mond? Nein, aber eine schöne Urkunde. Ist doch witzig. Na, ich weiß nicht, ob das mein Nachbar wirklich so witzig findet. Ja, wissen Sie, gerade mit dem Mond versuchen alle möglichen Menschen seltsame Geschäfte zu machen. Da gibt es zum Beispiel Friseure, die behaupten, wenn sie ihren Kunden bei zunehmendem Mond die Haare schneiden, würden sie voller und glänzender. Und genau daran glaubt mein Nachbar auch. Na, wenn er sich wohl damit fühlt. Aber wissenschaftlich ist da einfach nichts dran an diesen Mondscheinfrisuren. Wenn also mein Hund anfängt, bei Vollmond zu heulen, dann bildet er sich auch nur was ein, oder? Nein, nein. Tiere reagieren wirklich auf den Vollmond. Aber nicht, weil der Mond etwa magische Kräfte hat, sondern einfach, weil es dann nachts so hell ist. Dann brauche ich mir um Keks also keine Sorgen zu machen. Tja, also vielen Dank für die vielen Informationen. Gern geschehen. Wir freuen uns immer über Besuche. Und grüßen Sie Ihre Cousine von mir. Mach ich. Tschüss. Herr Fuchs, kommen Sie. Können wir mal reinkommen? Herrn Franken kennen Sie ja schon. Ja, allerdings. Also, Herr Franken rät mir,
zu meinem Mondgrundstück noch eins auf dem Mars zu kaufen. Ist das nicht toll? Toll für wen? Für Sie, den Mars oder Herrn Franken? Für alle natürlich. Bei zunehmendem Mond soll man nämlich Geschäfte machen. Dann nimmt auch der Gewinn zu. Ja, aber wir haben doch schon Vollmond. Oh. Nun ja, ein Vollmond, da macht man eben voll die Geschäfte. Sie machen ja wohl voll die Geschäfte und erzählen voll den Unsinn. Der Mond gehört nämlich niemandem. Den können Sie also auch nicht verkaufen. Und leben kann man da sowieso nicht. Das Einzige, was Herr Paschulke für sein Geld bekommen hat, ist eine schöne Urkunde. Ja, aber das ist ja eine sehr schöne Urkunde. Eine schöne Urkunde? Sie haben mir ein Grundstück versprochen, keine Urkunde. Ich habe das Gefühl, Sie wollen keine weitere Urkunde. Kein weiteres Grundstück. Was auch immer. Tschüss. Was heißt denn Tschüss? Von wegen. Ich will mein Geld wieder haben. Sie, bleiben Sie stehen. Na, warten Sie. Ich krieg Sie. Stehen bleiben. Mein Geld. Ich will mein Geld wieder. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Mars-Urkunde. Aber schön ist sie ja. Ja, also das mit dem Grundstück auf dem Mond war ja wohl ein echter Reinfall. Aber immerhin habe ich mein Geld zurück. Sie sind dem aber auch hinterhergerannt. Alle Achtung. Ja, das sind eben die Kräfte, die man bei Vollmond freisetzt. Sie glauben immer noch daran? Naja, bei meinen Haaren hat's geklappt. Sehen Sie mal, wie schön die glänzen. Naja, bei Mondschein betrachtet. Ja, da ist schon was dran. An diesen Kräften des Mondes. Ja, schauen Sie mal. Nee. Von Urkunden habe ich genug. Keine Sorge, das hier ist viel besser. Was soll ich damit? Wir fliegen zusammen auf dem Mond. Na, Sie müssen nur die Nase auf den Stern drücken, also so. Ja? Und wenn Sie das Blatt dann drehen, dann sieht es so aus, als ob die Rakete langsam auf den Mond zufliegt. Probieren Sie mal. Ah, ja, das ist lustig. Oh. Da fordert jemand seinen Mondspaziergang. Ich glaube, ich mache mal einen Abflug. Ja, ich muss dann auch. Bei Vollmond soll man nämlich Gewürze pflücken. Bleiben Sie doch einfach sitzen und genießen Sie das Abendbrot und den Mond. Von hier aus ist er doch am schönsten. Wie echt Sie haben, Herr Fuchs. Oh, ganz schön sportlich, der Mann. Aber Abendbrot unterm Vollmond ist mir lieber. Keks, ab zum Mondspaziergang. Na komm. Ja, na fein, komm. Na komm. Das ist schön, was? Das ist schön.